Schreiende Echos. Ja, da bin ich ja schon. Hallo und herzlich willkommen zum Live-Let's Play von Chained Echoes, einer Ode an das japanische Rollenspiel aus Deutschland von einem Deutschen und dann von wenigen, einem kleinen Team um diesen Deutschen herum gemacht. Wir starten direkt rein und ich bin sehr gespannt. Matthias Linder. Wir spielen mit Controller. Ich sehe es zum ersten Mal. Hab nur bei anderen Streamern immer so Millisekunden reingesehen. Einmal kurz die Spieloption. Wir spielen auf Deutsch. Autosave ist an. Musik und Lautstärke mache ich auf 6. Wenn es zu laut ist, sagt er Bescheid. Aber das habe ich kurz getestet. Müsste eigentlich passen. Schön. Pixelig, japanisch. Deutsch. Mit Start kann man sich die Buttons ansehen. Benutzen, abbrechen, Menükarte. Ja, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Start! Wach auf! Es ist Zeit aufzustehen, Glenn. Sieh nur, wie schön die Sonne scheint. Es ist noch so früh. Ach komm schon, zieh dich schnell an. Deine Freunde können jederzeit kommen. Neue Quest erhalten. Der Anfang, nicht das Ende. Verlasse dein Haus. Man sieht schon die Küste, also hör auf zu schlafen. Huch, ich bin schon... Es wird bald zur Sache gehen, also krieg deinen Arsch hoch. Mama? Ich sagte, wach verflucht nochmal auf. Geil. Oh, von dem Blauen haben wir eine gewatzt gekriegt. Hein oder Hühne. Wie wollen wir nennen? Hein. Ich glaube Hein. Glaubst du das? Wir sind auf einer Selbstmordmission und er pennt einfach. Nein, eigentlich habe ich seit Tagen nicht wegen der Mission geschlafen. Ich bin nur... Kümmert mich nicht. Beweg dich und schleif deinen Arsch zum Kapitän auf der Brücke. Eine Ansage. Kann ich analog gehen? Ich kann analog gehen. Das wäre früher nicht gegangen. Wir haben direkt einen Snack aus der Kiste gegrapscht. Es spielt sich super fluffig. So ganz leicht. Ich bewege meinen Elite-Controller 2 nur ganz bisschen. Ja, fühlt sich gut an. Bei dem Spieltitel Hallo Echo. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Wesel, Wesel. Esel. Sprich mit dem Kommandanten. Warte mal, was ist denn hier jetzt? Ah, 25A. A scheint die Währung zu sein. Ein Händler. Ich muss heute auf der Sternenritt bleiben, weil ich krank bin. Ich wollte mitkämpfen, aber Kilian hat es mir ausgeredet. Ah gut, man weiß, wen man ansprechen kann. Diese Mission ist glatter Selbstmord. Wir sollen als Vorhut die feindlichen Linien durchbrechen. Ich habe Angst, Glenn. Was, wenn ich auf dem Schlachtfeld in der Unterzahl bin? Wäre es feige, wegzulaufen? In der Unterzahl? Vielleicht kannst du einen oder zwei umlegen. Ach je, ich hoffe, ich bin mutig genug. Na klar. Du bist in einem JRPG, natürlich bist du das. Du siehst blass aus, Glenn. Ein Junge mit deinem Talent sollte nicht immer so besorgt aussehen. Wenn ich sterbe, bekommt meine Familie in Valeria das Geld. Sie warten schon sehnsüchtig darauf. Auf das Geld natürlich. Nicht auf meinen Tod. Das ist sogar witzig. Warte mal. Immer erst runtergehen. Immer erst runtergehen. Oben geht's doch dann weiter. Hey Glenn, ich habe gehört, du sollst mit deiner Himmelsrüstung die feindlichen Linien durchbrechen. Sieht ganz so aus. Ich wünschte, ich hätte ein Talent. Das hast du bestimmt. Wenn dir nichts einfällt, hast du es vielleicht noch nicht entdeckt. Hoffentlich überleben wir diese Mission, damit ich noch Zeit dafür habe. Wir sollen auf die Brücke. Das hier ist das Gegenteil von der Brücke. Aber natürlich ist hier ein Schatz versteckt. Engelsflügel finden sich hier am Ende des Korridors. Ich will dazu noch sagen, also wir werden das ganze Spiel durchspielen. Immer so in einer Stunde Sachen. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal bis roundabout 20:40 Uhr. Dann gibt es eine Mini-Break von 5 Minuten.
Und dann kommt die nächste Episode und so veröffentlichen wir das dann auch. Und wehe 7, aber 7, das Spiel landet auf meiner Wishlist, sagt Nehmer. Dann müssen wir beiden mal über ein Stück Käsekuchen ein ernstes Wörtchen reden. Das machen wir natürlich sehr gerne, auch ohne diese Wishlist-Geschichte. Ich glaube aber, du guckst das Spiel einfach komplett hier im Stream. Bin ich mir ziemlich sicher. Unser Cheftechniker hat einen Sklaventreiber. Niemand mag ihn, aber er versteht sich mit dir. Ich frage mich, warum. Verdammt, ich habe doch Marlock gesagt, dass wir nicht so lange mit voller Geschwindigkeit fliegen sollen. Was geht hier vor? Der Ätherofen ist kurz davor zu explodieren. Das geht hier vor. Irgendetwas stimmt mit diesem Ding nicht, aber ich komme nicht dahinter. Wenn mir doch nur jemand helfen könnte, der sich mit solchen Sachen auskennt. Soll ich einen Blick drauf werfen? Ah, hier ist das Problem. Hast du eine Klemme? Ja, hier. Danke, ich muss nur noch hier ein bisschen aufdrehen und dort auch, dann hier ein bisschen mehr. Man merkt, dass das aus Deutschland kommt. Fertig, gute deutsche Texte. Wow, der Ofen hat sich beruhigt. Zum Glück bist du im Fliegen von Himmelsrüstungen noch besser als im Reparieren. Himmelsrüstungen. Sonst wäre ich arbeitslos. Nimm das als Dankeschön, du wirst es auf dem Schlachtfeld brauchen. Das heißt nicht, dass der Stream in der Stunde endet, nein. Das heißt, dass die erste Episode des Live-Let's Play dann einen Break bekommt und ich dann nochmal sage, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Chained Echoes. Das Königreich Tharin hat vor ein paar Tagen die Stadt Wernshire erobert. Nun hat Wernshire uns gebeten, die Stadt zurückzuerobern. Sollte so ungefähr hinkommen. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Brücke. Ist ja wirklich schön gepixelt hier, diese Grafik. Wenn das nicht Glenn ist, bist du aufgeregt? Vielleicht ein bisschen? Entspann dich! Halt einfach den Himmel über unseren Köpfen frei und wir kümmern uns um den Feind am Boden. Was? Schon die zweite Episode? Das ging fix. Du hast recht. Das Glück ist seit Jahren auf unserer Seite, solange ich diesen Glücksbringer hier habe. Hoppla. Du hast ihn fallen gelassen. Er ist zerbrochen. Ah, mach dir darüber keine Sorgen. Das ist kein schlechtes Omen oder so. Nur weil unser Name von diesen elenden Pavianen von Amande in den Dreck gezogen wurde, müssen wir jetzt zum Himmelfahrtskommando aufbrechen. Himmelfahrtskommando. Wenn wir das überleben, werden wir es ihnen heimzahlen. Aber nur dann. Oh, was ist da? Schau dir diese Schätzchen an, Glenn. Sind sie nicht bezaubernd? Ist das Dynamit? Ich habe es mir für eine Mission wie diese aufgehoben. Ist das nicht gefährlich? Es ist nur für den Feind gefährlich. Ich kenne mich mit diesem Zeug aus. Alles wird gut. Vielleicht hast du recht. Ich bin kein Experte. Sicher, keine Sorge. Es wird sich als nützlich erweisen. Die Himmelsrüstungen sind in einem perfekten Zustand. Ah, das sind Himmelsrüstungen also. Achte darauf, dass das so bleibt, Glenn. Alles klar. So. Geht los! Wo soll das noch enden? Ja, Tobi, ich weiß es nicht. Alle Mann in Kampfposition. Wie geil ist das Porträt von Marlock, bitte? Jetzt fühle ich mich fast ein bisschen klein, Leute. Was denkt ihr? Soll ich mich so groß machen, wie Marlocks Kopf ist? Wir machen das mal ganz, ganz kurz. So. Können wir auch machen. Dann bin ich auch so groß. Das ist ein bisschen groß. Wieder klein machen. Und jetzt ein Pixelfilter drüber. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Das stimmt allerdings, Akila. Ich lasse es kurz mal so und wenn es dann doch zu groß ist, sagt ihr mir Bescheid, okay? Also ab dem nächsten Tag, wo ich streame, könnte ich mal einen Pixelfilter überlegen. Einzubauen. Zu groß? Okay. Weiter geht's. Alle mal in Kampfposition. Dieses Schiff wird nicht im Ozean versinken. Ah, Glenn, unser bester Himmelsreiter. Endlich, sagt Kilian. Tut mir leid.
Zu spät für Entschuldigung, wir erreichen bald die Küste. Glenn, Kilian, nehmt eure Himmelsrüstungen und fliegt vor. Wir folgen euch. Ja, Sir. Unser Ziel ist der Opusstein. Er versorgt die Kanonen mit Äther. Es ist schon direkt schön geschrieben, schön direkt mit einer Mission hier. Das gefällt mir gerade gut. Wir zerstören das Ding und bereiten den Weg für die regulären Truppen. Verstanden? Ja, Sir. Malok wäre mein Kumpel. Malok ist auch, hat auch was von einem Schaf, ne? So ein Mix aus Schaf und Löwe. Kein Wunder, dass der mehr sympathisch ist. Unser Kunde glaubt, wir überleben das nicht. Plusmit sagt noch, mir nach, ich folge euch. Aber vom Versprechen, dass unsere Familien danach mit Gold versorgt werden, haben wir uns dennoch locken lassen. Aber wir werden überleben. Wir lassen doch unsere Familie nicht unser Gold ausgeben, richtig? Auf den Bund des eisernen Bullen! Der Wolf, Löwe im Schafspelz, oder wie? Ja, so kommt's hin. Auf den Bund des eisernen Bullen! Was? Schon? Ihre Kanonen sollten uns noch nicht erreichen. Verdammtes Tarin und seine Technologie. Beeilen wir uns. Bereit, Partner? Ich glaube schon. Matthias, Linda. Sag, Kilian, glaubst du, wir schaffen das? Ah, was sind wir denn für ein Wumpel, Heini, schon wieder? Was meinst du? Natürlich schaffen wir das. Bist du nervös? Nein, ich meine, vielleicht ein bisschen. Keine Sorge, wir gehen rein, zerstören den Opusstein und verschwinden. Die Truppen machen den Rest. Was der Glenn nicht weiß, ist, dass er hier ja von einem absoluten JRPG-Experten, Veteranen, gesteuert wird. Der muss sich gar nicht solche Sorgen machen. Klingt einfach, ja. Eigentlich müssten wir Jahre für so viel Gold arbeiten. Was wirst du damit anstellen? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Wunsch, aber das Geld wird wohl nicht reichen. Na los, sag's mir. Ich wollte schon immer meine eigene Himmelsrüstung. Das ist schön. Was würdest du damit machen? Ich meine, damit geht man ja nicht einfach so vor die Tür, richtig? Keine Ahnung, vermutlich das gleiche wie zuvor. Himmelsrüstungen sind für den Kampf gemacht, aber ich könnte selbst an ihm arbeiten. Wollte Kilian wie Kilian aussprechen, aber ich glaube, das sollte man nicht tun. Meinst du? Meinst du, er heißt Kilian? Weil er so kühl ist. Kilian. Ja, Kilian klingt weird. Kilian. Ich nenne ihn jetzt Kilian, ist mir doch wurscht. Ich brauche ein gutes Argument, um ihn anders zu nennen. Du könntest alles auf der Welt tun. Wählst dennoch das Schlachtfeld? Es gibt sonst nichts in meinem Leben. Seit ihr mich gerettet habt, ist der Bund der Söldner alles, was ich habe. Oder weil er mit seiner Haarpracht so kiel aussieht, so kühl. So cool, Kilian. Plus mit, du bist ein Witzbold. Er würde es auch Kilian aussprechen, aber auch mit Y geschrieben. Du hingegen hast eine Familie, ein Heim. Was wirst du machen? Du weißt, dass ich das nicht fürs Geld mache. Ich würde auch das Schlachtfeld wählen. Es ist ein langer Weg, bis ich meinen Traum verwirklichen kann. Und wisst ihr was? Ich finde das gerade so schön. Ich nehme das nochmal zum Anlass. Wir haben jetzt das und dann fängt ja auch Fire Emblem schon bald an. Und das ist dann wieder so schön übertrieben. Ashley Q. Hallo Ava 7. Magst du gegrillten Fisch? Ja. Ashley Q. Ich liebe gegrillten Fisch. Jesus, keine Spoiler. Nur zur Info. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Schön. Random? Ich liebe gegrillten Fisch. Ich würde Kuririn sagen als alter Dragon Ball Fan. Yummy. Ein neuer Subscriber. Guck mal, du hast die richtige Frage gestellt. Das war so wie in Moria vor dem Tor zu stehen. Und dann den richtigen Spruch zu sagen. Sprich Freund und trete ein. Du hast nach dem Fisch gefragt und wirst direkt von Han Olli. Herzlichen Dank, Han Olli, mit dem Abo ausgestattet. Wenn wir das überleben, was kann so guten Himmelsreitern wie uns schon passieren, was? Das stimmt. Also gut, ihr zwei, genug geflirtet, macht euch bereit. Auf bald, Glenn!
Ja, schon wie bei Top Gun, ne? So eine kleine Bro-Romance hier. Wow, wie cool ist das denn? Wer sind wir? Ich will wissen, wer ich bin. Welchen finden wir cooler, welchen Anzug? Rechts oder links? Armored Core kommt auch noch dieses Jahr. Ich habe Glenn Kill nicht gelesen, plus mit. Rechts, okay. Wir sollten die Nightbot-Nachricht umschreiben. Dir gefällt der Stream? Dann sag einfach, hallo, schon hast du einen Sub. Achtung Glenn, der Feind schickt seine eigenen Himmelsrüstungen in unsere Richtung. Zeig mal, was du kannst. Ich wette, du kannst die alleine vom Himmel holen. Was? Ein neuer Follower. Momentchen mal. Ah, vielen Dank für den Follow, ja. Nox gegen Top Gun, das ist Oldschool-Unterhaltung. Die Kämpfe sind rundenbasiert. Juhu! Du und deine Gegner wählen abwechselnd Aktionen aus. Bla bla bla. Reihenfolge ist oben rechts. Lebenspunkte. Die LP und TP werden nach jedem Kampf vollständig wiederhergestellt. Man muss also nicht mühselig hochheilen. Bin ich mal gespannt, ob das von der Balance passt. Das Symbol neben einem Talent zeigt die Art des Talents an. Aha. Wenn du Gegner im Kampf besiegst, erhältst du Zugriff auf verschiedene Belohnungen. Beute, die für Geld verkauft oder neue Deals freigeschaltet werden. Materialien zum Aufwerten von Waffen, Fertigkeitspunkte zum Aufwerten von Talente. Wenn du einen Gegner besiegst, wird deine Beute sofort angezeigt. Du erhältst sie allerdings erst nach dem Kampf. Okay. Wow! Also, wir sind der Freak mit der Lanze. Was ist jetzt? Oh! Hallo Olli! Mach mich nicht schwach! Herzklopfen! Herzklopfen! Ashley hatte den Sub vor dem Follow. Ja, das hat mich so verwirrt. Also, wir wurden hier von diesem krassen Flieger, Himmelsgleiter-Freak angegriffen und haben auch direkt Schaden bekommen. Wir haben ungefähr 2000 Lebenspunkte. Durch Bohrer. Ein Einzelangriff. Also wir machen das schon richtig, ne? Wir setzen uns damit jetzt auseinander. Ich werde hier nicht so durchrushen und am Ende weiß ich wieder nicht, was irgendwas ist. Ich spiele das ja zum ersten Mal. Giftsalbe. Fügt 5 Runden lang Gift zu. So. Ob wir gegen den 5 Runden lang kämpfen, weiß ich natürlich noch nicht. Ach, einen Standardangriff kann ich auch machen. 628, das ist ja schon stärker. Wir wechseln uns immer ab. Ich mach mal durch Bohrer. Oh, das macht doppelt so viel Schaden. Und nochmal 0,2 mehr. Benötigt allerdings auch diese irren Trefferpunkte. 5 FP erhalten. Keine Chance gegen einen Himmelsreiter-Ass wie dich. Wir sollten nicht drum albern, Kilian. Nun denn, mach dich bereit. Ein neuer Herausforderer. Oh, ist ja immer alles wieder voll. Dann mache ich doch nur... Warte mal, das waren doch ein paar Punkte, ne? Dann könnten wir Giftsalbe am Anfang machen. Gift. Hi Olli! Ich glaube nicht, dass die deutschen Texte hier... Bisher sind sie jedenfalls nicht verbuggt. Grüß dich! Dann gibt es ja gar keinen Grund für mich, die TP aufzusparen, ne? Guck mal, der ist sogar jetzt analysiert. Stärke ist Geldbeutel, Schwäche ist, glaube ich, Bio, den haben wir ja. Stehlen können wir nicht und konservierbar ist er auch nicht. Man kann später Gegner konservieren. Ah, herrlich. Das ist ja cool. Bums. Gut gemacht, Glenn. Jetzt zum Opusstein. Wow! Vorsicht vor den Kanonen! Oh, Kilian, du Nuss. Verdammt. Er geht runter, er schmiert ab! Kilian! Ach, Stärke ist der Geldbeutel, alles klar. Alles in Ordnung? Natürlich nicht. Die Himmelsrüstung waren unsere beste Chance, den Opusstein zu erreichen.
Solange wir noch Beine zum Laufen haben und Arme zum Kämpfen, geben wir nicht auf. Was für Schwächlinge. Zeit, dass du das Schlachtfeld außerhalb deiner Himmelsrüstung kennenlernst. Training hattest du ja genug. Aber hier an Land folgst du mir, verstanden? Ja, wenn's sein muss. Wir kämpfen uns den Weg zum Opusstein zu Fuß frei. Und sobald der Stein Geschichte ist, warten wir auf die Nachhut. Wenigstens darf ich vorgehen. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Oh. Ignoriere das Schlachtfeld, Glenn. Nehmen wir diesen Weg. Klettert hier hoch. Wie kann ich denn klettern? Kann ich hier klettern? Oh ja. Da muss man aber... Muss man schon genau hingucken, dass da eine Leiter ist. Cooler 3D-Effekt. Wir gucken erstmal, ob wir da natürlich die Secret... Nee, kann man nicht hin. Die Secret-Schatztruhe noch finden. Gibt's nicht. Okay, gehen wir hoch. So viel Geld. Angriff! Zugriff! Jetzt haben wir nur noch... Also sehr Final Fantasy 6 mäßig mit den... der Anfang. Mit den starken Mechs sozusagen und danach die schwachen Charaktere. Weitschwung. Ein körperlicher Angriff, der 1,1 Schaden verursacht. Oder die helfende Hand. So. Machen wir Weitschwung. Kilian verwendet Weitschwung. Ein körperlicher Mehrfachangriff. 0,7. Ich kann den Kreuzhieb oder den Rüstungsbrecher. Boah, die machen wir. Nee, 3 Runden lang. Das scheint sich noch zu lohnen. Machen wir mal erst auf den oberen. Pfiou, Abwehrbrecher. Psychenbrecher. Nochmal Rüstungsbrecher. Den unteren jetzt. Psch, kritisch. Und jetzt noch ein Weitschwung. Und ich sag doch, ihr habt hier mit einem Profi zu tun. Yay! So, ich renne hier auch nicht durch. Ich spiele das ganz gechillt. Abwehrstärkung. Kreuzhieb, Rüstung. Der braucht auch nur. Der braucht erstmal einen Rüstungsbrecher, der Typ. Und ich guck nur mal, der macht jetzt wie viel Schaden? 33? Puh. 31? Und wenn ich jetzt den Weitschwung mache, der 1,1 macht, wie viel macht der dann? 37, tatsächlich minimal Prozent mehr, 3 bis 4 Schaden mehr. Spannend. Stackt das hier? Das wäre auch noch interessant zu wissen. Verlängert. Aha. Stackt also nicht, aber es sind dann wieder neue 3. Spannend. Was mir gefällt, Stats etc. unten in einer Box. Ja. Das gefällt mir auch. Was haben wir? Items? Ein Snack. Engelsflügel belebt wieder. Süßigkeiten. Okay. Abwehr. Brauchen wir nicht. Bums. Und jemand hat 69 Lebenspunkte. Nice. Da können wir rein. Da müssen wir rein. Ein neuer Subscriber. Niki wird ausgestattet. Han Olli. Ich ziehe den virtuellen Hut. Vielen herzlichen Dank für den Support. Das ist wirklich genial und auch sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr schön. Und Niki freut sich. Yes! Siehst du? Mit dem kann ich nicht reden. Das ist so gut, dass man weiß, mit wem man reden kann. Das finde ich klasse. Das kann nicht sein! Konzentriere dich auf deine Aufgabe. Ich wette, die anderen sind rechtzeitig entkommen. Konzentriere dich. Welcher Film? Konzentriere dich. Max, grüß dich. Aber welcher Tobi? Joghurt. Erinnere dich. Das ist was anderes. Das ist aber auch sehr gut.
Angriff! Da sollte Zugriff stehen. Ich finde Zugriff besser. Rüstungsbrecher! Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich weit... Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ach, das ist ja doch eher gut, dieser Kreuztyp. Nirgendwo stand, dass er dreimal zuhauen wird. Karate Kid! Da ist das, glaube ich, tatsächlich auch, ja. Piu, bam, bam. Ein Fertigkeitenpunkt erhalten. So, hier können wir doch noch rumgehen für den geheimen Schatz. Mein Schatz, Snack. Es ist so krass, wenn man was weiß, ne, vorher. Das ist einfach so krass. Hätte auch nicht sein können. Jacke an, Jacke aus. Das sind keine Schatztruhen. Mann, ist das fluffig. In Final Fantasy VI wären wir jetzt gerade am Ende des Prologs. Also... Hätten uns die ganze Zeit durch andere Textboxen geklickt. Glenn sagt nichts. Seine Wunden sehen schlimm aus. Nachdem ich von der Sternenritt geschleudert wurde, fand ich mich zwischen den feindlichen Linien wieder. Ich befolgte deinen Rat und ich habe versucht, nicht zu fliehen und so viele wie möglich zu besiegen. Der ist das! Der ist das! Oh, meine Jacke sieht man gerade gar nicht, ne? Na egal. Hält der Burger-Snack so ewig, wenn der in einer Truhe lagert? Ich weiß, ich hinterfrage gerade Spiellogik. Hm. Oh nein, wir sind dafür verantwortlich. Wir haben gesagt, er sollte so viel wie möglich töten. Ich habe meinen Jacke wieder an. Ja, schwarz. Ja, hm. Egal. Wenigstens sterbe ich nicht als Feigling. Oh. Der erste Tod des NPC so früh. Und wir sind verantwortlich. Was wir. Neuer Subscriber. Max geballert hier rein. Games und Kaffee kriegt einen Sub. Und The Last V6 ein auch. Neuer Subscriber. Herzlichen Dank, Max, für die Geschenke-Subs. Du Töter. Wow. Ehren-Max. 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 Subi-Sub. Hier ist die Tür. Guck mal, hier hätten sie auch noch mal so einen grünen Pfeil nach unten machen können. Das wäre noch super gewesen. Weil sie machen ja auch fürs Reingehen einen grünen Pfeil. Gab es übrigens bei Final Fantasy VII auch, wenn man Select gedrückt hat, hat man auf einmal Pfeile gekriegt, wo man überall hingehen konnte. Das war sehr, sehr hilfreich. Danke, Bobby. Achtung, Glenn! Wow! Das war knapp. Ich dachte schon, wir müssen jetzt gegen so einen in der Himmelsrüstung kämpfen. Huch, falscher Sound. Na egal. Mach dich bereit. Es sind so viele. Quatsch. Marlock, komm. Braucht ihr ein helfendes Händchen? Kommandeur! Warum heißt er nicht Kommandant? Lasst uns ihnen unsere Feuerkraft unter Beweis stellen. Die Overdrive-Anzeige ist das Herzstück. Was geht denn jetzt? Wow! Jesus Christ! Dankeschön ein für die 5 Abos, Niki! An Jorimin, Max, Brokobob, Käferchen und Resi XGER. Marlock sieht aus wie ein Chaos Guild Wars. Stimmt, stimmt! Du hast recht, Mythos. Was ist denn hier los? Hier ist das gute neue Jahr plus mit. Das neue Jahr ist da. Was man mir gebe, gebe ich fünffach zurück. Ein Danke. Neuer Subscriber. Ich sollte Sabotage. Nee, dann bin ich wieder. Nee, heute nicht, heute nicht. Aber ich bin sehr, sehr dankbar. Danke, danke. Weiter geht's. Das ist so richtig. Hier ist Drive drin, im Spiel und im Stream. Wenn du den grünen Bereich erreichst, hat sich die Gruppe aufgewärmt und befindet sich in perfekter Synergie. Ein neuer Subscriber. Jesus, what? Moment, wo wir gerade dabei sind. Ein neuer 5 Abos und Max nochmal. Cormi, Beluvius, Tribani, Hightower und Uli 3. Neuer Subscriber. Oh.
Jetzt muss ich an diesem Punkt auf YouTube kurz eine Marke fürs Überspringen machen, für die, die ja schon das Spiel auch gucken wollen. Aber das ist ein neuer Rekord. Herzlichen Dank für die vielen Abos. Buntglas, Zwergel, Cricket OneBit, Deathkiller und Motu Alf sind neue Abonnenten des Kanals. Subwars. Buntglas ist auch direkt am Start. Buntglas ist direkt da. Hallo Buntglas. Und da lässt sich der Bob nicht. Bob nicht lumpen. Und der Sepp erst recht nicht. Ihr seid irre. Ach. Ein neuer Subscriber. Wenn ihr wüsstet. Aber ihr wisst das, dass ihr mir gerade einen kleinen Traum erfüllt auch. Green Mungo, Magic, Magic hier. Golvan wird sich freuen, Jens Gitarrist, Guy Baust, Crazy Spillow 66, Sedaro, Jack Martin, Azabana und Raspberry Tobi. Wir haben auch noch ein Abo bekommen. Golvan ist auch direkt da und sagt danke. Da lässt sich der Blusi natürlich nicht zweimal sagen. Der Blusi kriegt ein übrigens ja sowieso auch von mir noch, das müssen wir hier für den hier. Ein neuer Subscriber. Für den Pocket, den kann ich ja immer so wenn man die Schultertasten, die kann man nicht so gut bedienen, deswegen hat er mir so einen Griff dafür gedruckt. Subscriber. Auch demnächst dann im Stream. Herzlichen Dank, plus mit. Ich werde am Ende dieser Episode nochmal Danke sagen an euch. Und gleich geht's aber weiter. Leviathan, Crash Mike, ENPC ein Music, Alan und Klasper haben alle ein Stufe 1 Abo bekommen von Plusi. Vielen herzlichen Dank, Plusi. Vielen herzlichen Dank, Sepp, Bobby. Sag bloß, jetzt ist noch einer gekommen. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind aktuell. Ein neuer Rekord. Weiter so, bis die Zeit abläuft. Hype Train Level 5 hatten wir tatsächlich noch nie, ne? Ein neuer Subscriber. Na ja, Spechtmeise, es ist ja nun so. 2023 ist ja auch offiziell hier der Start. Ein neuer Subscriber. Von etwas Größerem. Max schickt nochmal zwei Abos nach. Silent Charles und Lallensack. Das Lustige übrigens, diese Subs werden an Leute verschenkt, die schon mal geguckt haben auf dem Kanal. Präferiert. Das finde ich übrigens eine gute Sache. Tobi dachte sich, Mensch, jetzt spielt er genau mein Spiel. Da freue ich mich ja so drauf. Da schenke ich doch auch nochmal 5. Wie viel Levels hat so ein Hype Train eigentlich? Ein neuer Subscriber. Maref Silva, Intermenius, der Stream-Veteran, Just the Lurker 2000 und Risu Hayashino. Ein neuer Subscriber. Risu Hayashino auch mit dem Abo. Hype Level 6. Da dachte sich Bobby, da gucken wir mal. Ein Level 7 ist nicht weit entfernt. 315 verschenkte Abos, Bobby. Ich glaube, man kann so weit gehen und sagen, der Bobby, der hat auch in unseren Abend hier ganz schön investiert. Dem sind wir alle auch ein bisschen sehr dankbar. Ich auf jeden Fall. Any Blue Shark Racing, Eran 48, Mavazio, Bigo 21 Esports und This Is It 69. So viele Ehrenmenschen. Mind blown. Ein neuer An wen denn sonst? Subscriber. Random Twitch-Leute, die hier nie waren, damit man mal langkommt, wäre auch nett. Ja, aber ein neuer Subscriber. Du magst einfach nur den Subton. Der ist auch. Wisst ihr, wann ich den gemacht habe? 2019. Da dachte ich mir mit dem Stream, da war ich noch bei Golem und dachte, ich will irgendwas ganz Persönliches. Und ich mag so, wenn's halt und wenn's tief ist. Ich mach mal einen live. Ein neuer Subscriber. Ein neuer Subscriber. Da hatte ich noch das alte Mikrofon. You can't write Avazim without Bobby. Wait, what? So. Der alte ist besser. Das alte Mikrofon muss wieder her. Also, den Overdrive, den habt ihr sehr, sehr ernst genommen. Nochmal herzlichen Dank an alle. Und hier endet... aber nicht nur ihr seid vor... Moment. Nicht nur ihr startet krass ins neue Jahr. Auch ich starte krass ins neue Jahr. Mit diesem Notebook werde ich jetzt immer Dinge
wirklich gut notieren und nicht einfach nur, wo habe ich denn noch ein Blatt Papier? Ich habe so ein richtig geiles Stream-Notebook am Start. Worum ging es hier noch auf dem Kanal? Chained Echoes. Liebe Spielkultur mit Mario vorne drauf und einer Piranha-Pflanze. Da tragen wir jetzt ein. Wir tragen ein. 20.14 Uhr. Epischer Subathon. Kapitelmarke. Button kann ja jeder drücken. Ich guck mal, ob ich mir eine Kamera installiere, wo ich dann immer hingehe und dann notieren wir das zusammen. Da kriegt dann jeder seine Marke, wenn er ins Bett geht. Alles hier im Buch und später dann auf YouTube. Ein Klassenbuch. Das ist auch, alles wird notiert. Bei mir gibt es kein papierloses Büro. So, also back to game mit der Marke um 20.14 Uhr. Ab in den Overdrive. Früher oder später landet die Gruppe im roten Overheat-Bereich, in dem der Gegner dir enormen Schaden zufügen kann. Um in Overdrive zu bleiben, muss der Cursor wieder nach links bewegt werden. Dies ist durch eine der folgenden Aktionen möglich. Ah, ist das so wie ein Golfspiel? So setzt du die Overdrive-Anzeige herab. In Overdrive oder Overheat erscheint im Feld links neben der Anzeige ein Symbol. Dieses Symbol steht für einen Talentstyp. Die Zahl daneben zeigt an, wie viele Runden der Gruppe bleiben, bevor der Talentstyp wechselt. Wenn du ein entsprechendes Talent einsetzt, springt der Cursor deutlich nach links. Aha, okay. Talente des entsprechenden Typs sind außerdem gelb markiert. Oh, ich liebe Golfspiele, Olli. Pass auf, was du sagst. Ich liebe Golfspiele. Damit kannst du mich nicht ärgern, falls das dein Ziel sein sollte. Auch PGA Tour mag ich, ja. Durch Verwenden der Aktion Abwehr, durch Einsetzen eines Ultra-Move, näheres dazu später. Aktionen bewegen die Position der Gruppe in der Overdrive-Anzeige. Erreiche und bleibe im grünen Bereich. Ein Level 5 Hype Train Emote haben wir erhalten. Das zeigen wir doch direkt mal. Super solider Support, das war mehr als solide. Das war legendär. Overheat-Effekte, der rote Bereich in der Anzeige erhöht den erlittenen Schaden, halte dich fern. Okay, wir wollen nicht in den Overheat kommen, aber Overdrive ist super. Talentkosten werden halbiert. Der erlittene Schaden wird verringert. Ja, habe ich verstanden. Und Bobby hat wieder seine goldene Lok. Tschu-tschu! Oh, ist tatsächlich eng, ne? 10, 9 und 8. Sepp ist auf Bronze mit 8. Bobby, das goldene Geschenkpapier mit 10 und Max mit 9. Kreuzhieb. So, was, jetzt machen wir es aber klug. Wir haben 5 Gegner vor uns, aber haben auch auf einmal die beiden coolen Leute bei uns. Hühlen hieß der, Hielen oder so. Und der Löwen, das Löwenschaf. So, breche ich erstmal die Rüstung. Ja, ich breche erstmal die Rüstung. Die Abwehr ist gebrochen. Da ist die Abwehr gestärkt. So ein Weitschwung gegen alle ist schon ziemlich stark. Overdrive! Ah, oben links, seht ihr es? Da ist jetzt Overdrive. Wir sind im grünen Bereich. So, was haben wir denn? Feuerexplosion gegen einen. Erhöht Abwehr und Psyche 4 Runden lang um 15% für alle. Wir brauchen motivierende Worte, Freunde. Brauchen wir. Oh. Great. Ich finde es tatsächlich leider zum Glück großartig. Ein magischer Wasserangriff, der 0,7 Schaden gegen alle macht. Ja, das klingt sehr gut. Giftschlag ist aber nur gegen einen. Das ist nicht das, was wir gerade brauchen. Das sind Standardangriffe. Da brauchen wir aber schon was. Okay. Nehmen wir noch einen Rüstungsbrecher.
gegen den anderen? Ein neuer Subscriber. Oh. Max geht nochmal in Führung. Ballert nochmal 5 Abos hinterher. Für Vishnu, Yodas Box, Harry Wo, Octobacillus, Moin Silvi. Sehr gute Spielewahl. Danke, Yodas Box. Und herzlich willkommen im Stream. Direkt ausgestattet, Mensch. Du meldest dich rechtzeitig zum Abo. Max. Ein neuer Subscriber. Herzlichen Dank. So, wir müssen gucken, dass Glenn nicht stirbt. Ein neuer Subscriber. Glenn ist selber dran und wir haben einen Snack. Den probieren wir jetzt mal aus. Jawohl, 50, das war gut. Jetzt nochmal der Weitschwung wieder gegen alle. Sehr gut, das ist der beste Angriff bisher im ganzen Spiel. Wasserkerker gegen alle. Klingt auch gut. Dann dürften die vorne schon mal sterben. Ah, nicht ganz, verdammt. Jetzt sind wir aber im Overdrive und kriegen nur die Hälfte an Schaden. Aha. Glenn ist wieder dran. Wollen wir nochmal die Rüstung brechen von dem Stärksten da hinten? Hinten rechts. Oh, das war der falsche Angriff. Und um das Ganze nicht noch so perfekt besser zu machen, kommt die Frau gerade mit einem Gin Tonic. Was ist das? Das ist das Tonic Water. Ach. Weil ich ohne weiß nicht. Ja, noch mehr. Probier es. Ich probiere es mal. Die haben einen Hype Train gemacht. Und was für einen. So einen, wie wir noch nie hatten. Wow. Mhm. Glückwunsch, sagt sie. Könnt ihr sie hören? Schrei mal. Hallo. Weiß ich nicht. Ich glaube, die kann... Sonst redet sie so laut. Ja. Oh, schmeckt gut. Ein bisschen. Ein bisschen noch. Ja, zu hören. Auch sehr gute Getränkewahl. Kannst du direkt mitnehmen. Herzlichen Dank und schlaf gut. Da, wo verabredet. Mhm. Schön. Schöne Grüße von allen. Fever Tonic. Mm. Let's go. Ich brauche, Dingsbums braucht einen Snack. Marlock ist dran. Kann der auch einen Snack wem anders geben? Ja, sehr gut. Hier ist den Burger. So, jetzt ein schöner Weitschwung gegen alle. Puh. 0,7 gegen alle ist jetzt Quatsch, deswegen gehen wir jetzt auf den Angriff. Ich mag den Wasserheini übrigens bisher auch sehr gerne. Ich hoffe, diese Helden bleiben bei uns. Sie sind nämlich viel cooler als der Hauptheld und sein Wischiwaschi da. Jetzt hätte ich glatt Lust, mir meinen Brockmann... Was ist denn ein Brockmann? Ihr lebt also. Gerade so. Narren! Die Himmelsrüstungen waren unsere beste Hoffnung, das schnell zu beenden. Oh, da sind tatsächlich... Da ist ein Rechtschreibfehler unten. Da steht Hoffung. Naja, kann ja mal passieren. Hier träumt die Katze. Wir hatten keine Chance. Man nennt dich einen Himmelsreiter-Ass und du kannst nicht mal... Haltet beide die Klappe! Schont eure Kräfte! Der Stein ist nahe. Wir kämpfen uns zu Fuß durch. Vorwärts! Oh, der Endgegner. Schon wieder diese Himmelsrüstungen? Das ist nicht gut. Diesmal haben wir keine Wahl außer den Kampf. Sorg dich nicht, Kommandeur! Jungs! Wir kümmern uns drum. Geht und zerstört den Stein. Bleibt am Leben, verstanden? Natürlich. Was macht denn der Stein genau? Wurde das schon gesagt? Hat es einer von euch mitgekriegt? Hashtag Hoffnung. Der Feind hat also den Stein erreicht. Es tut mir leid, mein Lord, aber die Verluste wären... Verschont mich mit Details. Alles verläuft nach Plan, sagt der... Rechtsscheidlige Grau Jungspund. Zeit für den finalen Akt. Der Stein liefert die Energie, sehr wichtig, es ist die Energie, nicht die Energie, für die Abwehrkanonen.
Kilian sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich darf mitten, ich darf in so einem Pixelkunstwerk sitzen. Hoffnung, Energie, was kommt noch? Der Opusstein, wenn er zerstört wird, haben die Kanonen keinen Äther mehr. Oh, ist das nicht aus... Die Waffe, die unser Endgegner hier hat, ist doch aus Ägypten, oder? Was bedeutet dieses Symbol genau? Aber dampft schon wieder? Puh, ist auch heiß hier drin. So viele Subs hinter meinem Popo. Ich bin so klug. Darauf ein Energie... Ein Energieding. Ein Ankh, genau, Tobi. Ach ja, steht für Leben, sagt Nehmer. Euer Angriff endet hier, Schurken, sagt Vivian. So wie Vivian. Vivian. Es ist schon wieder diese Himmelsrüstung. Das heißt, die anderen sind. Ich erinnere mich wieder an diese Himmelsrüstung. Das ist Vivian, ein bekannter Doppelsöldner. Und euch kenne ich auch. Bund des Eisernen Bullen. Welcher Wahnsinn hat euch befallen, diese Mission anzunehmen? Wikipedia sagt, es ist ein altägyptisches Symbol für das Weiterleben im Jenseits. Ich hätte das Vivian gelesen. Okay, Vivian. Wow, wow. Vivian, Vivian. Doppelsöldner, doppelte Arbeit, halber Lohn. Auch nicht schlecht, schmeckt beide. Wisst ihr überhaupt, womit ihr es zu tun habt hier? Wir müssen an ihm vorbei, dann zerbrechen wir den Stein. Nicht, wenn ich eure Schädel zuerst zerbreche. Ihr Narren. Angriff! Zugriff! Weitschwung, helfende Hand. Erstmal ein schöner Weitschwung. Erstmal ein schöner Giftschlag. 5 Runden Gift. Hat auch... Der ist natürlich cool. Die Stärke ist, so wieder der Geldsack. Der Stärke ist Stärke. Der Geldsack bedeutet wirklich Stärke? Nein. Das ist doch Quatsch. Vivians Stärke ist, aber was ist das? Ein Amulett? Oder bedeutet die Stärke tatsächlich da Stärke? Schwäche ist Gift, deswegen vergiften wir den jetzt. Piu! Ich wollte nach einer Stunde eine Pause machen, ja. Knapp. Haben wir ja noch nicht ganz. Und dann haben wir noch die Subs da drin. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch diesen Endkampf. Es soll ja auch ein sinnvoller Break sein. Wir machen erstmal seine Rüstung kaputt. Ah! Irgendwie wähle ich immer das Falsche, ich Dusselkopf. Motivierende Worte ist super für alle. Ja, das machen wir am Anfang. Am Anfang von so einem Endkampf kann man das mal machen. Guter Break nach diesem Kampf, denke auch. So, helfende Hand für... Nö, brauchen wir noch nicht Weitschwung. Früher hatten ja die PCs so einen Turbo-Knopf. Für den Endkampf hätte ich jetzt den Turbo-Knopf gedrückt und mein Intel Celeron, glaube ich, von 30 auf 40 MHz geboostet oder so. Nee, gar nicht. Es war der 386er, der von 30 auf 40 ging. Oder 35 auf 40? 40 auf 44? Ich weiß es nicht. Der Turbo-Knopf an meinem schönen Big Tower. Da war, wo PCs noch nicht auf dem Desktop standen. Feuerexplosion! 66 statt 44 war das, Jonas Box? Das kann auch sein. Aber ich glaube, 44 hatte ich nicht. Standardmäßig stand bei mir da, glaube ich, 40. Weil man sah ja die Megahertz-Zahl damals sogar im Display. Hightower hätte ich gern gehabt, habe meinen 386er nur in kleinen Gehäuse. Ein schöner Giftschlag hinterher. Bin auf den großen... auf die große Attacke von ihm hier gespannt. Feuerschwanz! Alles gut. Jetzt brauchen wir die helfende Hand. Für sich selbst. Nee, für den Helden Glenn. Nochmal eine Feuerexplosion.
Wir müssen aufpassen, dass wir gleich nicht in den Dings kommen. Was ist denn da was genau? Also das Grüne und das Weiße, was oben links. Was sind denn wir? Sind wir grüne oder sind wir weiß? Unterbrechung! Unterbrechung stand da. Das R hat anscheinend geklemmt bei der Erstellung der Boxen. Grün nach Zug. Weiß aktuell. Ah, grün nach Zug, verstehe. Weiß jetzt, grün nach aktueller Attacke. Danke, schönen guten Abend, sagt JB Sim Racing. Grüß dich, JB Sim Racing. Wir sind bei Sim JRPGing. Oh, da ist die Dynamitstange. Die haben wir angekündigt. Oh, jetzt explodiert sie nicht. Wir müssen nachhelfen. Meinst du das ernst? Klar. Schöner Wasserkerker drauf. Ein neuer Subscriber. Plusi. Sim Racing direkt ausgestattet. Danke, Plusi. Oh, Sim Racing, weiß Bescheid. Lohnt sich das Vorbeigucken? Angriff. Dynamit. Dynamit explodiert. 200 Schaden. Sehr gut. Feuerschwanz. Kilian braucht eine Heilung. Aber das macht nicht Marlock. Hier können wir das machen. Eine schöne helfende Hand im Overdrive. Weiß jetzt, grün danach. Das heißt, wenn wir jetzt heilen, ist das auch gut. Naja, das ist ja cool. Richtig gut. Schön verstanden. Kreuzhieb. Von ihm sehen wir die Lebenspunkte, glaube ich, mal nicht. Noch so ein Giftschlag. Oh, das dürfen wir jetzt nicht machen. Die Feuerexplosion würde uns oben in den Overheat-Modus packen. Gelbes Talent lässt Overdrive abkühlen, also nach links. Motivierende Worte, schön. Wie bei Zelda, diese Tonfolge. Dann nehmen wir den Feuerschwanz direkt ins Gesicht. Und eine helfende Hand. Für Marlock. Nee. Für Hühne. Hein. Abwehr. So ein Giftschlag noch. Das Gift muss wieder erneuert werden. Ja! Wow! Wir haben es geschafft. Jetzt zum Opusstein. Nein! Kommandeur, Kilian! Opusstein, was haben Sie euch erzählt? Glenn, zerstör ihn! Halt, Junge, das ist kein Opusstein. Er betreibt gar nichts. Hör nicht auf ihn, los! Jetzt möchte ich entscheiden, hoffentlich. Ich habe für meine erste 10 Megabyte HD gebraucht nur 50 D-Mark bezahlt. Das Disc-Joke-Spielen hatte ein Ende. Disc-Jockey meinst du? Hier habe ich auch für den Stream der alten Daten. Der Stream der alten Daten schon vorbereitet. Mein Disc-Drive. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen? Braucht man ja. Dann. Wir brauchen einen Off-Topic-Counter. Hör nicht auf ihn, los! Ich möchte es nicht. Nein! Glenn, tu's nicht! Tussel. Narren, das Grimoire! Was ist dieses Licht? Da, der heißt Vivian, nicht Vivian. Sag ich doch Vivian. Pause kommt gleich, wenn ich Pause drücken kann.
Wow, wir haben es genugt. Judas Box, viel Spaß. Jesus. Und wir sind nicht tot? Chained Nukem 3D. Sehr schön. Großes Badaboom. Duke aber Nukem. Oh. Prost, Chained Echoes. Und damit hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder reinschaut, wenn es mit Chained Echoes genau da an dieser Stelle weitergeht.